Guten Tag, liebe Freunde von Faces of Armenia. Dieses Mal haben wir eine ganz besondere Ausgabe, denn es ist das erste Interview, was wir auf Deutsch führen werden. Und dafür habt ihr dann für unsere englischsprachigen Zuschauer unten später die Untertitel. Ja, und wir werden aber in Zukunft mehrere deutschsprachige Interviews auch führen. Und ich bin sehr froh, dass wir heute diese Reihe von deutschsprachigen Interviews innerhalb der Reihe zu dem Krieg in Nagorno-Karabach, Arzach, mit Anna Ajdandjan aus Berlin beginnen dürfen. Herzlich willkommen, Anna. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr an mich gedacht habt. Ja, sehr gerne. Also, Anna Ajdandjan kommt aus Berlin. Und ja, erzähl doch einfach mal ganz kurz etwas zu deinem persönlichen Hintergrund. Und ja, was machst du in Berlin? Kurz zu meinem persönlichen Hintergrund. Also, aktuell bin ich in Berlin Journalistin und Redakteurin in einer großen Nachrichtenredaktion. Ich habe einen Mann und ein Kind. Und lebe jetzt seit 6 Jahren in Berlin. Vorher war ich in Hamburg. Ich bin auch in Hamburg aufgewachsen, aber geboren bin ich in Jerewan in Armenien. Als ich 4 Jahre alt war, das war 1991, sind meine Eltern mit mir nach Deutschland geflüchtet. Das war quasi die Hochzeit dessen, was in Armenien an Chaos überhaupt sein konnte. Also Sowjetunion ist zusammengebrochen. Es gab den Wirtschaftskollaps, es gab den ersten Karabachkrieg. Und meine Eltern haben gedacht, ihr Kind soll nicht in Wirtschaftskrise und Krieg aufwachsen und sind mit mir geflüchtet. Und wie gesagt, wir sind in Hamburg untergekommen und dort haben wir uns dann eine Existenz aufgebaut. Und jetzt bin ich nicht mehr Flüchtling, ich bin deutsche Staatsbürgerin, ja, und lebe jetzt hier in Berlin. Ja, danke schön. Und du bist auch sehr aktiv innerhalb der armenischen Community in Deutschland. Kannst du uns dazu etwas erzählen? Wie ist momentan angesichts des Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan in Nagorno-Karabach die Stimmung, die Lage innerhalb der armenischen Community in Deutschland? Zuerst kurz mal zur armenischen Community in Deutschland. Es gibt schätzungsweise ungefähr 80.000 bis 90.000 Armenierinnen und Armenier in Deutschland. Das sind ethnische Armenierinnen und Armenier, von denen sie selber auch wissen, dass sie armenische Wurzeln haben. Daneben geht man davon aus, dass es eine relativ große Dunkelziffer an sogenannten Krypto-Armeniern gibt. Dadurch, dass die türkische Community hier in Deutschland sehr, sehr groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit dementsprechend auch sehr groß, dass Mitglieder der türkischen Community teilweise auch armenische Wurzeln, armenische Hintergründe haben, sich dessen aber vielleicht gar nicht so bewusst sind. Genau, also man kann eigentlich so von 90.000 bis 100.000 armenischen Menschen in Deutschland ausgehen. Und die Verteilung ist größtenteils so, dass die Mehrheit der armenischen Menschen in Deutschland in Nordrhein-Westfalen ist, da größtenteils im Ballungsraum Köln, aber eben auch in Hessen, da größtenteils Frankfurt. In Hamburg gibt es eine große armenische Community, sowie in Berlin, also in meiner Stadt, und eben auch in München. Man kann sagen, in allen großen deutschen Städten sind Armenierinnen und Armenier in einer großen Community vertreten. Und die Organisation hier beläuft sich größtenteils auf zum Beispiel Vereine wie den Zentralrat der Armenier in Deutschland, aber eben auch kleinere Vereinigungen und Gruppen. Es gibt Jugendgruppen, junge Armenier in Deutschland und so weiter und so fort. Die organisieren sich da alle auf ihre Art und mit ihren Mitteln. Und jetzt gerade aktuell in dieser Situation merkt man, dass die armenische Community, die
man könnte sagen, in den letzten 2, 3 Jahrzehnten vielleicht immer mal wieder so ein bisschen den Kontakt zueinander verloren hat, sich so ein bisschen zerfasert hat. Alle hatten irgendwie ihre eigenen kleinen Probleme und haben sich immer so ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Jetzt ist die Verbundenheit tatsächlich wieder größer. Also man merkt, das Netzwerken wird mehr, die Verbindung zueinander wird größer und man tauscht sich viel stärker aus als vorher und knüpft Bande über politische Überzeugungen, über Interessen hinweg. Also man sieht tatsächlich, dass da Verbindungen geknüpft werden, die vielleicht in Friedenszeiten gar nicht so sehr möglich gewesen wären, aber die jetzt nötig sind, um eben so eine Verbundenheit zu haben. Und wir merken, dass wir diese Verbundenheit auch brauchen, weil wir gerade in Deutschland sehen, dass sowohl die Öffentlichkeit als auch die Politik, als auch die Medien, bei denen ich ja selber arbeite, ein relativ geringes Interesse daran haben, sich mit dem Krieg zu beschäftigen, geschweige denn, sich irgendwie einzumischen. Und wie ist das jetzt das Gefühl innerhalb der armenischen Community? Du hast zum Beispiel erwähnt, dass selber deine Familie während des Karabachkriegs in den 90ern aus Armenien nach Deutschland geflohen ist. Was ist das für ein Gefühl? Was für Diskussionen werden innerhalb der armenischen Community geführt? Werden Parallelen zu den 90ern gezogen oder zu dem Genozid von 1915. Welche Narrative gibt es momentan innerhalb der armenischen Community bezüglich des momentanen Krieges, den wir sehen? Ich glaube, das stärkste Narrativ ist das der Hilflosigkeit trotz allem. Also wir haben eben diese starke Verbundenheit. Wir setzen uns tatsächlich politisch und gesellschaftlich sehr für viel Aufmerksamkeit ein. Und trotzdem fühlen wir uns hilflos, weil wir, wie eigentlich alle Mitglieder der armenischen Diaspora, natürlich sehr weit weg sind von allem. Wir können nicht da sein, wir können nicht vor Ort sein, wir können nicht vor Ort helfen, wir können nicht sehen, wie es den Menschen vor Ort geht, außer durch Videoberichte oder Fotos. Und von daher ist zum einen diese Hilflosigkeit sehr groß, aber zum anderen auch dieses Gefühl, dass die Geschichte sich wiederholt. Es ist nämlich genau das. Also man hat das Gefühl, die Weltgemeinschaft sieht mehr denn je, was gerade mit armenischen Menschen dort passiert. Und im Gegensatz zu 1915 oder 1990 ungefähr oder in den 90er Jahren gibt es viel mehr Möglichkeiten der Dokumentation und der Berichterstattung und der Möglichkeit, Dinge fast schon live mitzuverfolgen. Und trotz alledem haben wir als armenische Community in Deutschland das Gefühl, dass Leute bewusst die Augen davor verschließen, was gerade passiert. Und das ist umso schmerzhafter, weil wir das Gefühl haben, die Welt sieht gerade einem zweiten Genozid zu oder einer ethnischen Säuberung wie während der Pogrome in Sumgait und Baku und tut nichts. Und das ist ein sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl, aber trotz allem versuchen wir umso stärker natürlich für Lautstärke und Aufmerksamkeit zu trommeln. Es gibt verschiedene offene Briefe, die veröffentlicht werden, wo eben nicht nur Mitglieder der armenischen Community, sondern eben auch Mitglieder der liberalen türkischen Community, der kurdischen Community, der deutschen Prominenz, ich sage nur Reinhold Messner zum Beispiel, oder auch Politiker wie Cem Özdemir, die offene Briefe unterzeichnet haben, um den Krieg in Arzach zu stoppen, um diese Aggression von Aserbaidschan und der Türkei zu stoppen. Also es ist tatsächlich auch so, dass vereinzelt sehr viel Engagement da ist und dass wir natürlich alles tun, um Multiplikatoren zu sein für dieses Engagement. Wann immer wir sehen, okay, jemand, der vielleicht nicht zu unserer Community gehört, aber möchte sich einsetzen, wir sind die Ersten, die wie Fans am Spielfeldrand stehen und sagen, bitte, bitte, ja, wir feuern dich an, bitte sei laut für uns. Und das ist gerade das, was innerhalb dieser Community passiert und wo wir versuchen, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen und Bewusstsein dafür zu schaffen, was gerade passiert.
Und du hattest vorhin erwähnt, dass es trotzdem so ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit gibt. Auf welche Barrieren stößt ihr bei euren Appellen, bei euren Aktivitäten, wenn ihr versucht, in Deutschland den Leuten wirklich klarzumachen, was gerade in Nagorno-Karabach passiert? Die Hürden, die Widerstände sind frustrierenderweise die, dass es nur bei Worten bleibt. Also es gibt durchaus Menschen, sowohl in der Politik als auch in wichtigen gesellschaftlichen Positionen, als auch im Journalismus, die sich positionieren, die eine klare Haltung zeigen. Aber diese verbale Positionierung, da endet es. Und das war's. Also gerade in der Politik haben wir jetzt vor 2 Tagen wieder gesehen, es gab eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag, wo ungefähr 1 Stunde lang durch alle Parteien hinweg diskutiert wurde, debattiert wurde, was gerade in Armenien und in Artsach passiert. Und durch alle Parteien hinweg gab es den Konsens, dass der Aggressor Aserbaidschan ist, mit nicht nur moralischer Unterstützung, sondern auch mit handkräftiger Unterstützung der Türkei. Und die Täter wurden sozusagen klar benannt und die Opfer, nämlich die armenische Bevölkerung, wurde auch klar benannt. Daraus entwickelte sich aber keinerlei Konsequenz, keine Handlungsempfehlung, es gab keine Abstimmung. Es ist quasi außer Reden nichts passiert. Und das ist das Frustrierende. Reden ist zwar gut und Reden schafft Aufmerksamkeit, das ist schön, aber gerade in der Politik müsste es mehr geben als nur Worte. Und wir sehen, dass Deutschland eine so große politische Einflussfähigkeit hat, wie noch nie zuvor in seiner Geschichte. Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft. Deutschland ist in allen wichtigen Verhandlungsgruppen vertreten. Deutschland ist Co-Chair der Minsk-Gruppe. Und trotzdem hält sich Deutschland wirklich extrem auffällig zurück, was konkrete Positionierung betrifft, geschweige denn Sanktionen oder so etwas, weil man wirklich merkt, okay, Deutschland ist vielleicht, was die Energiewirtschaft betrifft, extrem abhängig von der Türkei und Aserbaidschan. Deutschland ist zum anderen aber auch sehr vom Wohlwollen der türkischen Community hier abhängig. Und dadurch, dass die türkische Community hier sehr, sehr groß ist und man muss sagen, ein großer Teil der türkischen Community auch Erdogan-Anhänger sind und sehr konservativ bis nationalistisch, ultranationalistisch, möchte sich Deutschland natürlich es nicht mit diesen Menschen verscherzen, denn sie bilden einen sehr, sehr großen Teil der Wählerschaft ab. Und das sind all diese Hürden, die zusammenkommen und wirklich dazu führen, dass wirklich aktiv weggesehen wird. Dass zwar oft gesagt wird, wer Täter und wer Opfer ist, aber es bleibt leider nur bei leeren Worten. Und es ist ja auch ganz interessant, wenn man jetzt nach Frankreich schaut. Ja, da sieht man, Macron hat sich sehr klar positioniert. Ob da jetzt unbedingt Taten gefolgt sind, weiß man noch nicht. Und es hat eine starke Reaktion der dortigen auch türkischen Community gegeben. Glaubst du, dass so etwas Ähnliches auch in Deutschland passieren könnte oder dass man davor Angst hat? Oder wie schaut man von der armenischen Community aus auf das, was in Frankreich gerade passiert? Wir betrachten das mit sehr, sehr viel Sorge. Es ist so, dass wir beobachtet haben, was zum Beispiel in Lyon und Dijon passiert, dass Hundertschaften von türkischen Ultranationalisten, die halt auch Anhänger der Grauen Wölfe sind, also der türkischen Nazis, durch die Straßen gezogen sind und Armenier gejagt haben. Es gab Hetzjagden auf Armenier. Es gab einen Anschlag mit einem Hammer auf friedliche armenische Demonstranten in Frankreich. Und das ist alles kein Zufall. Das sind alles keine Einzelfälle. Und wenn gerade in Frankreich, wo eigentlich die armenische Community größer ist als zum Beispiel die türkische Community, wenn gerade in Frankreich so etwas passiert,
dann kann man davon ausgehen, dass so etwas durchaus auch hier in Deutschland passieren kann und höchstwahrscheinlich auch passieren wird. Man hat im, ich glaube, Juli oder August diesen Jahres schon gesehen, dass es Anschläge auf armenische Betriebe und Geschäfte in Köln gegeben hat. Und die Handschrift war ganz klar die der türkischen Nationalisten. Und ich gehe wirklich stark davon aus, dass es hier in Deutschland auch weiterhin Angriffe geben wird. Es gibt jetzt schon digitale Angriffe auf uns. Es gibt jetzt schon Berichte von diversen Leuten aus der armenischen Community in Deutschland, die Hassnachrichten bekommen, die Drohungen bekommen, wirklich konkrete Morddrohungen oder Anschlagsdrohungen. Ich persönlich öffne jeden Tag mein Twitter- oder Instagram-Postfach oder meine Mails und es gibt keinen einzigen Tag, wo ich keine Hassnachricht habe. Zwischendurch kriege ich auch Vergewaltigungsandrohungen. Und das ist erstmal Tatsache und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es die ersten Leute gibt, die ihre Drohungen auch in die Tat umsetzen werden. Deswegen müssen wir gerade als armenische Community in Deutschland, die ja nicht sehr groß ist im Vergleich zu vielleicht anderen Minderheiten in Deutschland, müssen wir natürlich umso vorsichtiger sein und umso besser aufpassen und auch gucken, wie wir uns artikulieren. Also natürlich weiterhin laut sein, weiterhin für Aufmerksamkeit trommeln, aber nicht in die Falle tappen, uns auf ein gewisses Niveau herabzulassen, das uns zu leicht zu Opfern werden lässt. Und wenn du solche Hassnachrichten bekommst, und was macht das mit der, oder auch viele in der armenischen Community, was macht das mit der armenischen Community, beziehungsweise was macht das mit den Leuten? Gibt es da aus deiner Position einen Weg, damit konstruktiv umzugehen, oder ist es einfach nur, okay, kommen die Leute zum Beispiel auch aus Deutschland selber, kann man mit denen irgendwie ins Gespräch kommen, oder glaubst du, das ist einfach nur, zum Beispiel von der aserbaidschanischen und türkischen Regierung teilweise ausgehende koordinierte Aktivitäten, die da stattfinden? Es ist eine Mischung aus allem. Also wir beobachten, dass es durchaus bestimmte Wellenbewegungen von so Troll- oder Bot-Aktivitäten gibt, sowohl öffentlich auf Twitter als auch eben durch Nachrichten. Ich persönlich merke aber auch, dass einige der Nachrichten, die ich bekomme, zum Beispiel auf Deutsch sind, von Menschen, die ganz offensichtlich hier entweder hier in Deutschland leben oder der deutschen Sprache wirklich sehr, sehr mächtig sind. Also es gibt zum einen wirklich sehr plumpe Nachrichten, die im Grunde einfach nur aus den Landesflaggen der Türkei und Aserbaidschan bestehen und am Ende steht, we are gonna kill you all. Und dann gibt es wirklich Nachrichten, die in sehr hochgestochenem Deutsch geschrieben sind, die aber, was den Inhalt betrifft, eigentlich dasselbe aussagen. Und ja, es ist daher wirklich eine Mischung aus allem. Und daher gehe ich davon aus, dass es eben nicht nur gekaufte Trolle oder Bots sind, sondern es sind tatsächlich Anhänger aus Fleisch und Blut dieser Politik, dieser sehr diktatorischen Politik und dieser faschistischen Rhetorik. Also es gibt ja durchaus eine sehr gut zu beobachtende Art der rhetorischen Aufpeitschung, gerade in türkischen und aserbaidschanischen Medien. Es gibt sehr krasse anti-armenische Rhetorik. Es gibt sehr viel Propaganda. Es gibt sehr viele Lügen, die verbreitet werden. Und das alles führt dazu, dass eben dieser Hass auf uns zunimmt und auch die Gewalttaten auf uns zunehmen werden. Wie wir in der Community damit umgehen, ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die ignorieren das. Es gibt Leute, die versuchen, damit zur Polizei zu gehen. Es wird ja auch dazu geraten. Das Problem ist, es bringt leider nicht sehr viel, weil vieles davon einfach nicht nachverfolgbar ist. Und ich persönlich habe so ein bisschen die Taktik, dass ich mich nicht zu sehr mit diesen Menschen oder diesen Accounts aufhalten möchte. Also ich werde den Teufel tun und da irgendeinen Dialog anfangen. Weil das ist tatsächlich das, was die Taktik dieser Art von Kommunikation ja eigentlich ist. Sie versuchen, Aufmerksamkeit zu binden, sie versuchen,
abzulenken von dem, was passiert. Sie versuchen, unsere Zeit zu fressen und sie versuchen, uns einzuschüchtern. Und damit das nicht passiert, ist eigentlich für mich persönlich Ignorieren die beste Art. Aber natürlich hinterlässt es seine Spuren, ganz klar. Und du hattest eben schon angesprochen, dass es schon einige Communities auch gibt, die sich solidarisieren. Könntest du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen? Welche Communities sind das? Warum solidarisieren sie sich mit euch auch persönlich? Sind das auch, was sind das für Communities und warum solidarisieren sie sich mit euch? Es ist zu beobachten, dass vor allen Dingen zum Beispiel die türkische Community oder auch die jesidische Community hier in Deutschland sehr, sehr stark Partei ergreifen für die armenischen Menschen hier und deren Situation. Denn sie sind natürlich in einer ganz ähnlichen Verfassung. Auch sie werden unterdrückt von einem türkischen Regime, das möglichst die Minderheiten im eigenen Land klein halten möchte. Und davon sind sowohl Jesiden betroffen, nicht nur in der Türkei selber, sondern auch in Gebieten, wo der IS zum Beispiel wütet. Und davon sind auch die kurdischen Menschen hier betroffen. Und beide Communities zeigen ganz offen ihre Solidarität mit uns und sagen, wir stehen an eurer Seite und wir wissen, wie es sich anfühlt. So. Die griechische Community, der geht es ähnlich, weil gerade Griechenland auch damals 1915 zu den Ländern, zu den Nationen gehört hat, gegen die die Türkei oder das Osmanische Reich ja offen feindselig war und auch Krieg geführt hat. Vor allen Dingen auch die Pontos-Griechen damals, ne? Also es ist ja nicht nur der Völkermord an den Armeniern gewesen, sondern auch der Völkermord an den Pontos-Griechen. Und das darf man dann auch nicht vergessen. Daher ist da die Solidarität auch sehr groß. Und generell kann man sehen, dass wann immer es irgendwie darum geht, dass Vertreter der christlichen Kirchen in Deutschland, evangelische und katholische Kirchen, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Solidarität auszusprechen, dann tun sie das auch, weil sie eben denken, naja, Christen müssen irgendwie zusammenhalten. Ansonsten kann man sagen, dass zum Beispiel Vertreter der liberalen oder progressiven deutsch-türkischen Community, Künstler, Schriftsteller, Journalisten, also all diejenigen, die eigentlich für eine demokratische, freiheitliche, multikulturelle Türkei stehen wollen und müssen, dass die natürlich auch ganz, ganz schlimm finden, was gerade passiert. Und dass sie auch an der Seite der armenischen Community sind und sagen, ihr gehört doch, also im Geiste gehören wir doch zusammen. Wir sind über Jahrhunderte hinweg Nachbarn gewesen. Wir müssen zueinander stehen. Und das merkt man dann auch. Aber man muss wirklich sagen, innerhalb der türkischen Community in Deutschland sind diese Menschen eher die Minderheit. Verstehe. Und jetzt springen wir so ein bisschen zu einem anderen Thema. Und zwar, du bist ja in dem Medien- und journalistischen Bereich in Deutschland tätig. Und es hat auch in der armenischen Community mit Sicherheit eine große Diskussion darüber gegeben, wie wird über den Krieg, vor allem in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, berichtet. Ja, welche Rolle haben die Medien dabei gespielt in der Berichterstattung in den ersten Tagen über das, was in Nagorno-Karabach passiert? Und wie ist deine Einschätzung diesbezüglich? Wie haben die Medien in Deutschland reagiert? Haben sie ausreichend berichtet? Wie haben sie verschiedene Standpunkte dargestellt? Wie ist deine professionelle Einschätzung diesbezüglich? Die Medien in Deutschland haben gerade in der ersten Zeit, also in den ersten zwei Wochen, erst einmal relativ zurückhaltend berichtet, wenn sie überhaupt berichtet haben. Also die Probleme, die so ein Konflikt oder so ein Krieg mit sich bringt, wenn es nicht gerade in unmittelbarer geografischer Nähe von Deutschland ist, ist, dass es relativ wenig Experten in den Redaktionen dazu gibt. Und wenn man keine Experten
Einschätzungen in der Redaktion hat und auch niemanden, der vor Ort ist, dann ist es sehr schwer, sich ein umfassendes, gutes Bild zu machen über das, was eigentlich gerade passiert. Denn auf den ersten Blick ist es natürlich, wie für die meisten Menschen in Deutschland, so auch für die meisten Medien am Anfang so gewesen, naja, da sind zwei Kaukasusstaaten, das sind direkte Nachbarstaaten und es gibt ein Gebiet, worum gekämpft wird und die beiden zanken sich darum. So, und so stellen wir es dar. Plus halt eben dieses Narrativ, das natürlich von dem aserbaidschanischen Staat auch immer wieder hervorgeholt wird und immer weiter getragen wird. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Dass es völkerrechtlich gar nicht so einfach ist und gar nicht, also so platt gesagt, so simpel kann man das gar nicht darstellen, das war den meisten Medien erst einmal egal oder sie wussten es einfach nicht. Also sie haben quasi auf die Informationen zurückgegriffen, die in den Nachrichtenagenturen oder auch in Standard-Nachschlagewerken sozusagen verfügbar war. Und das führte einfach zu einer sehr pseudoneutralen Berichterstattung. Also man hat versucht, diese beiden Kriegsparteien als gleichwertig zu betrachten und auch darzustellen. Und man hat versucht zu gucken, okay, wenn wir zwei Kriegsparteien haben und beide haben diese Generalmobilmachung gestartet, dann können wir ja erstmal nicht wissen, wer angefangen hat. Und diese Pseudoneutralität, diese False Balance hat sich dann durch die darauffolgenden Tage und Wochen gezogen. Also ich glaube, bei vielen Medien wurde einfach diese Objektivität oder diese Neutralität, die sie sich ja eigentlich auf die Fahne geschrieben haben und die ja journalistisch völlig okay ist, Neutralität und Objektivität wurde insofern falsch verstanden, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt beide Seiten anhören und wir müssen das, was quasi die offiziellen Stellen beider Seiten sagen, gleichwertig darstellen und abbilden. Was die meisten Medien am Anfang überhaupt nicht verstanden haben, ist, dass wir es mit zwei völlig grundlegenden, unterschiedlichen Strukturen zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite einen demokratischen, freiheitlichen Staat, der erst vor 2 Jahren eine friedliche Revolution hinter sich gebracht hat, mit Machtwechsel, mit Regimewechsel, mit Korruptionsbekämpfung, mit freier Presse, freier Meinungsäußerung. Und auf der anderen Seite haben wir ein Land und ein Regime, das seit 50 Jahren von derselben Familie regiert wird. Und ein Regime, das, was die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit betrifft, beinahe ganz am Ende der Kette stehen. Also vielleicht nur irgendwie 8 Plätze vor Nordkorea. Ein Land, in dem Journalisten verfolgt, eingesperrt und getötet werden. Ein Land, in dem Friedensaktivisten mit dem Leben bedroht werden. Friedensaktivisten. Und diesen Kontext nicht zu sehen, war, finde ich, ein sehr, sehr großer Fehler in den Medien. Ich meinerseits habe natürlich immer versucht, die Kolleginnen und Kollegen auch unterschiedlichster Medien, weil wir sind ja alle vernetzt, darauf aufmerksam zu machen, sie darauf hinzuweisen, dass das nicht korrekt ist und dass das journalistisch auch nicht sauber gearbeitet ist. Vielfach wurde die Kritik natürlich angenommen, sie wurde akzeptiert, Dinge wurden korrigiert, aber wenn eine Nachricht erstmal raus ist, in die Welt ist, dann ist es sehr, sehr schwer, sie wieder zurückzuholen. Und so geht das vereinzelt eigentlich immer weiter. Mittlerweile, Gott sei Dank, mittlerweile haben sehr viele deutsche Medien es verstanden und geben den nötigen Kontext des Ganzen. Zum Beispiel, wenn sie Leute hinschicken, wissen sie ganz genau, dass sie eben das Ganze in einen Kontext setzen müssen und sagen, okay, wir sind hier in Bergkarabach oder in Armenien, wir dürfen hier uns frei bewegen, wir haben zwar offizielle Informationen, aber wir dürfen auch tatsächlich mit den Leuten selber reden und herumreisen. Wenn Medienvertreter nach Aserbaidschan geschickt werden, wenn sie überhaupt da reinkommen, dann steht ihnen eigentlich immer jemand zur Seite, der von der Regierung beauftragt ist und als eine Art Aufpasser fungiert und denen ganz genau sagt, wo sie hinfahren dürfen, wo sie nicht hinfahren dürfen. Er bringt sie wirklich ganz gezielt an irgendwelche Orte, wo sie Bericht erstatten müssen und schiebt ihnen einen Riegel vor, wenn sie woanders hinwollen.
Und diesen Kontext auch innerhalb der Berichterstattung zu erwähnen, ist wichtig und das tun die meisten Kolleginnen und Kollegen mittlerweile. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Es gibt leider immer noch vereinzelt Menschen, die das nicht tun oder die Aussagen einer diktatorischen Regierung ungeprüft übernehmen und ohne sie in irgendeinen Kontext zu setzen. Das finde ich nach wie vor sehr schade. Aber ich werde nicht aufhören, Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam zu machen, dass das falsch ist. Und in unserem Vorgespräch haben wir auch etwas darüber gesprochen, dass es generell Problematiken innerhalb der Kriegsberichterstattung in der deutschen Medienlandschaft gibt. Könntest du dazu auch noch etwas sagen? Was sind Barrieren, wo selbst Medien, die über diesen Krieg berichten möchten, wo die auf Barrieren stoßen, was deren Probleme bei einer Berichterstattung auch vor Ort dann teilweise ist? Also es ist so, dass mittlerweile in den meisten Redaktionen, jetzt mal ganz platt gesagt, das Geld sehr, sehr knapp ist. Es braucht eine sehr gute Begründung, um mindestens einen Kollegen, wenn nicht sogar ein ganzes Team, in ein anderes Land zu schicken, wo Krieg herrscht, sie mit dem nötigen Sicherheitsequipment auszustatten und eben auch noch Fixer oder Dolmetscher zu bezahlen, damit die sich überhaupt in dem Land zurechtfinden, Protagonisten finden und berichten können. Es ist erstmal in erster Linie eine Geldfrage. Wenn eine Redaktion sich entschließt, dieses Geld zu investieren, dieses Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir machen das jetzt, gibt es dann durchaus auch noch Probleme, das zu rechtfertigen, diese Ausgaben. Denn wenn wir uns anschauen, was gerade alles in der Welt passiert, welche Themen es gibt. Es gibt eine Pandemie, eine tödliche Pandemie auf der ganzen Welt. Es gibt nicht nur in Armenien Krieg. Es gibt die US-Wahlen und Trump, der immer wieder natürlich die öffentliche Wahrnehmung und Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es gibt die Flüchtlingskrise. Es gibt zigtausende Menschen auf den griechischen Inseln, die in absurd unmenschlichen Bedingungen leben. Das alles sind Nachrichtenfaktoren, die natürlich es schwer machen, die mediale Aufmerksamkeit auf so ein kleines Land im Kaukasus zu lenken. Und das merkt man leider der Berichterstattung an, aber die deutsche Öffentlichkeit ist leider auch so. Also wenn man sich das deutsche Publikum anschaut, sie haben keinen Bezug dazu. Warum sollten sie auch? Da sind keine Deutschen oder zumindest nicht sichtbar. Es gibt da keine deutschen Interessen zu verfolgen, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich noch irgendwie. Und es gibt kein Identifikationspotenzial. Um mal ganz platt zu sagen, die Menschen, die dort kämpfen und die Menschen, die dort leiden, die sehen nicht aus wie der 0815-Deutsche. Warum sollte ich mich mit dem identifizieren? Und das Ganze macht es so schwierig, ich sag's mal sehr grob, diese Geschichte zu verkaufen. Und das ist einfach das Problem an genau dieser Kriegsberichterstattung. Es gibt Redaktionen, die haben Leute hingeschickt, und das ist sehr ehrenhaft. Also zum Beispiel die Bild, bei der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronsheimer direkt wenige Tage nach Ausbruch des Krieges gesagt hat, so, ich reise da jetzt hin, ich möchte wissen, was passiert, ich möchte berichten. Wenige Tage danach ist ein Kollege der Welt gefolgt und hat auch angefangen, dort zu berichten. Das ist aber tatsächlich die absolute Ausnahme. Zudem haben wir auch noch die Situation, dass es ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gibt, die ja eigentlich ein sehr großes, weltumspannendes Netzwerk an Korrespondenten und freien Mitarbeitern haben, die in der Lage wären, vor Ort zu sein und zu berichten. Das Problem ist, dass es eben Hauptkorrespondenten in verschiedenen Regionen der Welt gibt und alles, was im Kaukasus passiert, dafür ist der Korrespondent in Moskau zuständig. Aufgrund der Corona-Lage aber ist der Korrespondent in Moskau gerade nicht oder nur eingeschränkt in der Lage, dort runterzureisen. Er darf es schlicht nicht. Das sind alles gerade die Probleme, die eine Berichterstattung vor Ort so schwierig machen. Und deswegen sind die meisten Redaktionen wirklich auf
Zum Beispiel Meldungen von Nachrichtenagenturen wie dpa, AFP, Reuters und so weiter abhängig. Und auch in diesen Redaktionen der Nachrichtenagenturen sitzen Menschen, die teilweise auch nicht vor Ort sind, die Pressemeldungen bekommen von der aserbaidschanischen Regierung, von der armenischen Regierung, von der Arzach-Regierung, aus Russland. Also es ist wirklich schwer, das irgendwie zu ordnen und einzuschätzen und in einen Kontext zu setzen, wenn man da keinen persönlichen Bezug hat und wenn man nicht vor Ort ist. Und wie stellt sich jetzt deiner Meinung nach die Situation in Armenien dar? Und glaubst du, dass die relevanten Personen, also in Deutschland, es wäre natürlich wünschenswert, wenn ein Großteil der deutschen Gesellschaft sich für diesen Krieg interessieren würde. Ich glaube, realerweise können wir leider feststellen, dem ist nicht so. Aber es gibt natürlich Entscheidungspersonen, ja, in Politik, in Wissenschaft, in ja, Wirtschaft vielleicht auch. Was ist dein Eindruck innerhalb dieser Kreise? Glaubst du, dass die Leute wirklich nun eine Vorstellung davon haben, wie es in Armenien aussieht, erstens, und in Nagorno-Karabach? Und zweitens, ja, wie stellt sich deiner Meinung nach die Situation momentan in Armenien und in Nagorno-Karabach und auch in Aserbaidschan zu dem heutigen Zeitpunkt? Was die Öffentlichkeit oder die Entscheidungspersonen in Deutschland betrifft, die vielleicht irgendwann einen Eindruck davon bekommen, was dort vor sich geht. Ich habe wirklich die leise Hoffnung, steter Tropfen hüllt den Stein. Je mehr Informationen diese Menschen bekommen, je mehr die öffentliche Debatte, der öffentliche Diskurs darüber nicht abbricht, desto weniger können sich die Menschen davor drücken, die Augen und Ohren verschließen und sagen, ich wusste ja von nichts. So. Und das ist meine Hoffnung. Und deswegen bin ich und auch die armenische Community hier in Deutschland auch so erpicht darauf, weiterhin nicht still zu sein und dieses Gespräch, diese öffentliche Debatte am Laufen zu halten und weiterhin zu informieren. Denn es ist ja nicht so, als würde dort vor Ort nichts mehr passieren. Das ist es ja. Jeden Tag wachen wir mit neuen Schreckensmeldungen auf. Wenn wir verfolgen, was vor Ort passiert und immer mehr NGOs verfolgen das ja auch, dann merken wir, es gibt eigentlich immer wieder Neues zu informieren und neue Gräueltaten aufzudecken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im öffentlichen Gespräch bleiben. Und wenn wir gerade von NGOs sprechen, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass mittlerweile NGOs wie Human Rights Watch oder das Internationale Rote Kreuz oder eben auch Amnesty International Berichte darüber anfertigen, was dort vor Ort passiert. Das Schlimme ist, dass sie auch wieder nur nach Armenien dürfen und nach Arzach. Sie dürfen ja nicht nach Aserbaidschan. Selbst Amnesty International, die ja den Einsatz von Streubomben sowohl gegen armenische Menschen als auch gegen aserbaidschanische Menschen dokumentiert haben, haben das auf aserbaidschanischer Seite nur dokumentiert anhand von Fotos. Sie durften nicht selber vor Ort das nachprüfen. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Diskrepanz der Information und der Informationspolitik. Und das finde ich das Schwierige und auch darauf müssen wir immer wieder aufmerksam machen. Die Arbeit der NGOs ist wichtig, aber auch da müssen wir immer wieder den Kontext, deutlich machen und sagen, unter welchen Bedingungen diese Leute auch arbeiten oder arbeiten dürfen oder nicht arbeiten dürfen und warum es wichtig ist, dass die Weltgemeinschaft sich das ansieht. Und es ist natürlich schwierig, jetzt irgendwie in die Glaskugel zu schauen und zu sehen, was wird in einer Woche sein, was wird in zwei Wochen sein, wann wird überhaupt ein Ende des Krieges in Sicht sein. Ja, das steht momentan überhaupt noch gar nicht fest. Dennoch möchte ich so ein bisschen auch in die Zukunft blicken. Ja, wir sehen, was wir
momentan schon haben, ist eine große Flüchtlingswelle aus Nagorno-Karabach nach Armenien, circa 100.000, also es hat natürlich niemand genau gezählt, aber circa 100.000, das sind so die Zahlen, die im Raum stehen, also 100.000 Menschen aus Nagorno-Karabach sind nach Armenien geflohen. Sie sind momentan hier in Hotels, in privaten Unterkünften untergebracht, teilweise sehr prekär. Aber man sieht, dass die Solidarität innerhalb der armenischen Gesellschaft sehr groß ist und innerhalb der armenischen Diaspora auch. Nur ein Stichwort zu nennen ist, dass bereits mehr als 150 Millionen Dollar weltweit gesammelt wurden für die armenische die Gesellschaft in Artsach. Und wie ist deine Einschätzung? Was muss am Ende des Krieges passieren? Oder wie kann auch die Diaspora helfen, am Ende des Krieges wieder aufzubauen? Oder was ist überhaupt möglich, nötig am Ende des nach dem Krieg für Programme, für Aktivitäten einzuleiten? Ich beobachte schon jetzt, dass in der armenischen Diaspora es eine sehr große Bereitschaft gibt, nach Armenien zu reisen und nach Artsach zu reisen und dort vor Ort zu helfen. Also wir haben aus der Diaspora Menschen, das sind Ärztinnen, das sind Helfer, das sind Pfleger, das sind Ingenieure, die sich wirklich freiwillig melden und sagen, ich gebe hier meinen Luxus auf und meinen sicheren Job und reise in meine Heimat sozusagen, um den Leuten dort vor Ort zu helfen. Das wird zunehmen und das wird in hundertfacher Ausführung, wenn nicht sogar tausendfacher Ausführung zunehmen. Wir werden beobachten, dass sobald einigermaßen Waffenruhe oder Waffenstillstand herrscht, von einem Frieden will ich noch gar nicht sprechen, weil ich glaube, davon sind wir meilenweit entfernt. Aber sobald irgendeine Art von Waffenstillstand herrscht, werden wir große Migrationsbewegungen sehen nach Armenien hin. Weil die Diaspora merken wird, diese Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen. Und zwar nicht nur monetär, sondern auch ganz handfest. Das werden wir beobachten. Wir werden beobachten, dass trotzdem extrem viel Geld fließen wird, wie wir das immer beobachtet haben, wenn in Armenien große Krisen geherrscht haben. Wir haben das beobachtet nach dem verheerenden Erdbeben in Spitak, 1988 war das, glaube ich, als Hunderttausende Menschen obdachlos geworden sind, als Zigtausende gestorben sind, weil einfach eine ganze Stadt im Erdboden gleichgemacht wurde von diesem Erdbeben. Es sind Spendengelder in Milliardenhöhe geflossen damals und Prominente aus der ganzen Welt haben sich gemeldet und haben wirklich auch Benefizkonzerte und so weiter gegeben. Auch das wird es wieder geben. Ich gehe stark davon aus, dass die Menschen, die jetzt geflüchtet sind aus Artsach, dass sie erst einmal eine ganze Weile nicht wieder zurückkehren können. Weil wir jetzt schon sehen, dass die aserbaidschanische Armee große Teile der Republik Artsach unbewohnbar gemacht hat. Sei es durch Clusterbomben, sei es durch schweres militärisches Gerät und sei es kürzlich laut Berichten durch Phosphorbomben, die ganze Waldstücke und Teile von Städten in Brand gesetzt haben. Also es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die Menschen, die vertrieben worden sind aufgrund des Krieges, wieder zurückkehren werden, weil die Bedingungen natürlich erstmal geschaffen werden müssen, dass sie zurückkehren können. Ich glaube, diese Menschen werden am ehesten unter dem ganzen Krieg leiden, weil sie eine ganze Weile nicht in ihre Heimat zurück können. Aber ich glaube, dass es auch da Hilfsbewegungen geben wird. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass dann so ein bisschen die internationale Aufmerksamkeit weggeht. Und dass dann wieder sozusagen die Armenier auf sich allein gestellt sind und auch diese Verbundenheit innerhalb der armenischen Gemeinschaft auch so ein bisschen nachlässt und jeder wieder mit sich selber beschäftigt ist und alle politischen Parteien wieder mit sich selber beschäftigt sind. Und die größte Gefahr ist, finde ich, die, dass das den Nährboden schafft für so Sachen wie Korruption schon wieder.
und dass wieder vielleicht ein Großteil der Gelder, die international fließen, dann doch wieder von Menschen in die eigene Tasche gesteckt werden, wie wir das ganz oft in der armenischen Geschichte gesehen haben. Und das hoffe ich, dass es nicht eintritt, sondern dass diese Verbundenheit bleibt, auch die internationale Verbundenheit bleibt und dass Menschen merken, dass es auch eine Zeit nach dem Krieg gibt und ein Leben nach dem Krieg gibt und dass aber auch wirklich alle mit anpacken müssen, um dieses Leben auch zu gestalten. Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich sehr wichtig zu betonen, auch was du vorhin erwähnt hattest, dass dass ein Großteil oder mit Sicherheit und leider wahrscheinlich die Menschen, die jetzt aus Nagorno-Karabach geflohen sind, auf absehbare Zeit dort nicht wieder zurück können. Und wenn wir sehen, dass auch der Winter vor der Tür steht und wir, also auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, in den armenischen Regionen, ja, mit teilweise sehr prekären baulichen Bedingungen auch, ist es auch für die Leute, die schon so dort wohnen, nicht einfach im Winter zum Beispiel ihre Wohnung komplett zu heizen. Ja, da wird oftmals dann nur ein Raum oder so geheizt, sodass dort auf jeden Fall es nötig sein wird, Ad-hoc-Hilfe zu leisten. Aber darüber hinaus, was erwartet ihr von der deutschen Gesellschaft, von der deutschen Politik und auch von der europäischen Politik letztendlich in naher Zukunft und auch darüber hinaus? Meine Einschätzung ist, dass dieser Krieg und diese Aggression seitens Aserbaidschan und Türkei nicht aufhören werden, bevor es deutliche und spürbare Konsequenzen der internationalen Gemeinschaft gibt. Weil aktuell sehen wir, dass nur Verhandlungen über Waffenruhe nichts bringen. Es gab 3 Waffenruhevereinbarungen, die allesamt 3 innerhalb von wenigen Minuten von Aserbaidschan gebrochen wurden. Es gab jetzt, erst kürzlich, heute Nacht, eine Übereinkunft von Vertretern von Armenien und Aserbaidschan in Genf, die gesagt haben, wir vereinbaren, dass es keine Angriffe auf Zivilbevölkerung mehr geben darf. Und direkt am darauffolgenden Morgen hat Aserbaidschan wieder das Stadtzentrum Stepanakerts beschossen, den zentralen Markt, ganz deutlich zivile Gegend. Es gibt keine militärischen Dinge irgendwie in der Nähe. Und man merkt einfach, dass dieses Regime oder diese Kriegstreiberei auch nicht aufhören wird, ehe es irgendwelche Konsequenzen gibt. Und diese Konsequenzen kann Armenien gar nicht alleine leisten. Es sei denn, die armenische Armee beschließt, die komplette Energieversorgung Aserbaidschans zu beschießen. Aber ich glaube, bis es so weit kommt, muss noch ganz, ganz viel passieren. Aber es braucht einfach irgendeine Art von Taten seitens Deutschland, seitens der EU, seitens der Verhandlungspartner, die wirklich mit am Tisch sitzen. Das heißt auch Russland, auch USA, auch Frankreich. Um zu zeigen, okay, das, was Aserbaidschan und Türkei gerade tun, das kann nicht folgenlos bleiben. Wir können nicht die ganze Zeit reden und reden und reden und reden und dann macht Aserbaidschan doch, was es will. Und das ist mein Wunsch und meine Forderung auch an die deutsche Politik und auch an die europäische Politik, dass die da entschlossener auftreten. Das heißt ja nicht, dass die dort einmarschieren sollen. Um Gottes Willen, wir wollen keinen dritten Weltkrieg. Niemand will das. Aber es gibt ja verschiedene politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Hebel, die sowohl Deutschland als auch die EU wirklich bedienen kann. Und das hat man am Beispiel Russlands ja schon gesehen, wie Sanktionen eingesetzt werden können, um politischen Druck zu machen, wirtschaftliche Sanktionen. Und genau das erwarte ich tatsächlich auch von Deutschland und von der EU, dass die sagen, okay, wir haben hier diesen wirtschaftlichen Hebel, denn wir treiben Handel mit Aserbaidschan und der Türkei, lassen wir das doch einfach zu einem bestimmten Grad. Und das wird dann spürbar sein. Und das ist die einzige
die einzige Möglichkeit, wirklich so ein Regime spüren zu lassen, dass es eben nicht mit allem davon kommen kann. Und das wünsche ich mir. Und gerade stehen die Chancen sehr schlecht, so wie sich Deutschland positioniert, nämlich gar nicht. Aber ich hoffe, dass irgendwann der Druck so groß ist, dass es wirklich dazu kommt. Wenn das nicht dazu kommt, und diese Möglichkeit will ich eigentlich überhaupt nicht in Betracht ziehen, aber wenn es nicht dazu kommt, dann wird es zu einer ethnischen Säuberung kommen in Arzach. Dann werden die Menschen dort komplett vertrieben werden, dann wird die Gegend unbewohnbar sein und die Menschen, die eigentlich seit Jahrhunderten dort leben, die sind ja indigen in dieser Region, die werden einfach, also diese Gegend wird von Armeniern gesäubert werden. Und das ist keine Option. Ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig, dich zu fragen, ob du noch etwas hast, was du auf dem Herzen hast, was du unbedingt loswerden möchtest, von deiner Seite. Das Einzige, was ich loswerden möchte, ist, dass ich weiterhin versuche, diesen Kampf zu kämpfen. Ich mag diese militaristische Sprache eigentlich überhaupt nicht, ne? Aber ich versuche weiterhin, Aufmerksamkeit zu erregen, laut zu sein, vor allen Dingen hier in Deutschland, weil ich ja auch merke, dass ich, was zum Beispiel die Medienöffentlichkeit hier betrifft, also gerade die Kolleginnen und Kollegen im Journalismus, ich habe das Gefühl, dass ich viele Leute hier erreichen kann und Einfluss nehmen kann, und das werde ich auch tun, nach bestem Wissen und Gewissen und nach allen journalistischen Standards. Und die Menschen in Armenien und Arzach können sich darauf verlassen, dass ich nicht aufhören werde, bis Ruhe herrscht. Ich möchte gleichzeitig sagen, dass, also quasi eine Nachricht an alle anderen Diaspora-Armenierinnen und Armenier, ich weiß, wir alle wissen, was wir durchmachen gerade. Es ist wirklich natürlich ein Bruchteil dessen, was Menschen in Armenien und Arzach durchmachen. Na klar, das ist eine ganz andere Art von Leid. Aber das, was wir an auch Hilflosigkeit verspüren oder auch an Schuld, dass wir nicht da sind oder dass wir nicht mehr tun können, das ist normal und das ist okay. Und ich kann allen nur raten, auf sich zu achten, damit weiterhin Energie und Ausdauer bleibt, um weiter helfen zu können. Denn das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und wir müssen uns unsere Energien gut aufteilen, um weiterhin auch Hand in Hand helfen zu können. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit, für dieses Interview, das, glaube ich, vielen Menschen in Deutschland auch zeigen wird, wie oder gezeigt hat, wie die Situation innerhalb der armenischen Community in Deutschland, aber halt auch innerhalb von Armenien und Arzach ist. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich bin überzeugt, dass das der erste Auftakt einer langen Reihe von Interviews mit verschiedenen Leuten aus der armenischen Community in Deutschland sein wird. Und ja, wir hoffen ganz inständig, dass wir die Interviews über den Krieg nicht mehr lange führen müssen, dass in Arzach der Krieg schnell zu Ende geht. Und ja, vielen Dank, Anna. Ich danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte.